Willkommen zurück bei Bayonetta 2, ne? Miss me, baby? Gut, wir begutachten jetzt diesen Garten Gottes mal ein bisschen genauer. Ich würde aber erst noch... Awoke me to fire in my heart. I was dancing. Allegiance oder wie auch immer. Da-dum, da-dum. Boah, ey. Ich bin noch ausgewichen, du. Haha, Hexenzeit. Wow. Hey, ich hab grad einen Lutscher gelutscht, du Arsch. Wenn der jetzt völlig umsonst war, dann finde ich das ziemlich behindert. Der war umsonst. Oh, Mann, oh. Alter. Verkacktes Pferdmistviech, ey. Ah, hier wenigstens mal so ein Teil wieder. Küsschen. Ah, oh Mann, zwei Lutscher verbraucht. Und trotzdem... Ist ja doof. Goldene LP der Engelshymne. Der harmonische Gerubschmied. 1 von 3. Ja, es dauert noch ein bisschen, bis wir das voll haben. So, erstmal öffnen wir die Schatzkiste. Vielleicht haben wir da ein Hexenherz drin oder irgendwas anderes Nützliches. Ja, das ist auch nicht schlecht. Kann man da reingehen? Öffnen. Wo ist denn der Loki hin? Ach, wir müssen da tatsächlich nach oben. Ja gut, dann... Dann gehen wir da erstmal rein, ne? Ach ja, cool. Ha, einfach mal so eine Mondpelle drin. Also ein Stück. Und jetzt haben wir eine ganze. Yay! Yeah. Gut, sonst ist da anscheinend nix. Nium. Da-da-da-da-da. Hops. Ah, oh, hops. Ja, ja, jetzt setz mich mal nicht. Also hier gibt's echt nichts mehr. Nur mal, um sicher zu gehen, dass wir nichts verpassen. Nee, schaut leer aus. Gut, dann... Jui! Boah, ey. Nee. Treib's nicht zu bunt, Junge. Not that way. Ach, was du nicht sagst. Ich kenne dieses Spiel aber nicht. Ich weiß, dass da irgendwann, wenn du zurückgehst, irgendwas eventuell geben könnte, aber anscheinend nicht. Hops und hops. Was denn, bin ich ja schon wieder da? Hätt's mir doch nicht so. So, ich kaufe jetzt mal nichts ein, weil ich schätze, dass das Level bald aus ist. Wie, da liegt jetzt ein Buch. Na gut. Der Wächter. Oh nein. Gott schuf einen speziellen Ort, um das Gedächtnis der Zeit zu schützen, den Garten Gottes. Ein Wächter wurde gebraucht, der Gottes Schöpfung bewahren sollte. Der Wächter, auch Golem genannt, nein, ähnelt einem Roboter, programmiert, um ausschließlich seinen Erschaffer zu dienen. Er war ein Gestaltenwandler, der die Feinde Gottes mühelos richten konnte. Doch die Menschen erfuhren von diesem bedrohlichen Geschöpf und versuchten, es nachzubauen.
Eigentlich sollte dieser Golem die Heimat der Menschen beschützen, doch seine Macht war so immens, dass er sich nicht kontrollieren ließ. Die Menschen hatten keine andere Wahl, als ihn in eine andere Dimension zu verbannen. Ach, das können sie anscheinend. Aha. Was mit dem Wächter geschah, den Gott erschuf, weiß niemand. Vielleicht harrt er noch immer irgendwo aus, ihm immer bereit, sein Reich vor Eindringlingen zu schützen. Was ich mit all dem eigentlich sagen möchte, es ist wahrscheinlich nicht die schlaueste Idee, ihn als heilig deklarierten Gebiet abzuhängen. Ja, das Ding ist aber schon kaputt. Hoffe ich. Weil das Ding echt ätzend ist. Untersuchen. Und es funktioniert. Oh. Take care of this. Tschüss. Na ja, gut, dann spring ich mal. Yay! Pling. Peng. Ja, ich würde mal sagen, wir haben das Tor zur Hölle freigelegt. Die Splitter gleiten langsam nach unten ins Vergessen. Oder so. Ja. Schön, schön. Wo sind wir jetzt hingeschmissen worden? Naja, gut. Der Typ ist faszinierend. Was der alles herzaubern kann. Deine Schatzkiste. Wie komme ich da rüber? Muss ich das Ding da benutzen? Boah, ich wollte die unbedingt haben, bevor dass ich die nicht mehr erreichen kann. Aber ich glaube, da müssen wir irgendwie rüber. Das liegt bestimmt auf dem Weg. Na du? Benutzen wir das Ding mal, hm? Ja, wunderbar. Es entsteht eine Brücke. Oder ein ganzer Turm. Und jetzt können wir bestimmt die Schatzkiste ganz einfach finden. Ach, Junge. Irgendwann schlage ich dir in die Fresse. Nee, ich sage jetzt nichts mehr. Jetzt reicht's mir endgültig. Alter, jetzt hör mal auf, Mann. Das ist ja penetrant nervend, was du da machst. Uah, nein. Oh, Gott sei Dank. So, Kiste. Und was haben wir da drin? Ein Megalutscher. Den benutze ich so gut wie nie, weil ich irgendwie nie Magie brauche, weil ich zu gut für dieses Spiel bin. Okay, das mit der Magie war gelogen. Haha. Na, komm schon. Da kommst du doch rauf. Da kommst du rauf. Da kommst du auf. Bayonetta, wieso? Kommst du da nicht rauf, Mensch? Da gibt's doch bestimmt was oben. Ah! Spüre den Umbra-Klimax. Cerberus. So, Cerberus ist erledigt. Hurra! Schlitz! Forever! Peng! Ah, schön. Eine Goldmedaille. That was a nice workout. Ja, tu mich auch. So, ich will jetzt darüber kommen. Hops und hops. Not that way.
Ach, da kann man gar nicht hin. Oh, Menno. Das ist ja unfair. So, jetzt gehe ich auch wirklich einkaufen. If you need to learn how to talk to a lady, ask your mum. Ja, erstmal abdancen. Miss me, baby? You got halos, I got items. Welcome to the foundation of a barter economy. Ein astrein Tauschring. Aha, lustig. So, wir haben 40.000. Zubehör können wir uns nicht leisten. Warum gehe ich da jetzt mal rein? Techniken. Da ist nur noch die Fledermaus hot. Die will ich aber jetzt gerade nicht. Ich will nämlich erstmal so ein paar Lutscherli. Die jetzt ausverkauft sind. Hervorragend. Und dann möchte ich gerne diese Mondperle. Hoffe, ich bereue es nicht. Pling. 40.000. Toll. Gut, den Rest sparen wir uns dann wieder. Tschüss, Rodin. Jung. If you need to learn how to talk to a lady, ask your mum. Miss me, baby? Ach ja, immer so gern abdancen tut die. Das ist unglaublich, diese Junge macht mich noch immer so aggressiv, dass ich einfach... Nee. So, mach mal auf hier, ne? Hui! Was? Kreuzgang ist Zwielicht. Oh mein Gott, nein, wo bin ich denn da jetzt hingelandet? Pling, Klimax! The fire in my heart. Woohoo! Light and the dark. Foltern! Tschüssi! Schlitz! Bad boy! Oh. That was a nice workout. Ach, du mit dem Workout. So. Patsch! Patsch! Ein grün Megakräuterlutscher. Schön, schön. Die brauchen wir uns nicht mehr machen, die bekommen wir eh die ganze Zeit hinterhergeschmissen, Gott sei Dank. Patsch, Patsch. Ui, ganz viele Halos. Und schon haben wir wieder 13.000 Stück. Ja, ja, ich komme ja gleich. Was eigentlich da? Anscheinend nichts. Was machen wir denn da? Wieso springst du in mein BH rein? Wenn sie überhaupt einen hat. Wahrscheinlich eher nicht. Aber egal. Wieso ist hier alles unter Wasser? Verstehe ich nicht. Ach, schau hin. Liegt ein Lutscher, jahrhundertelang, bestimmt schon ein bisschen Schimmel angesetzt, aber nee, den benutzt sie dann einfach mal. Nennen wir es benutzen. Wenn ich jetzt sage, den steckt sie in ihren Mund rein, dann klingt es ja fast schon ein bisschen ekelhaft. Oh, wie komme ich denn da hoch? Na, ah, toll. Hups, hups, hups. Ich will da rein. Ach ja, stimmt. Ha! Ich kann das Ding benutzen. Muspelheim. Peng, peng. Oh Gott. Wieder nicht runterfallen. Oh nee. Besiege den Gegner, ohne den Boden zu berühren. Da bin ich immer gespannt, was für ein Gegner.
Boah, nicht runterfallen. No, what is das denn? Bang, bang, dum, dum. Desire. Woohoo! Mondperle! Küsschen! Gut, langsam wiederholen sich diese Prüfungen, aber werden sehr anspruchsvoll. Naja, was heißt hier sehr? Bisschen anspruchsvoller. Ist ja machbar. Mondperle! Schon wieder eine. Faszinierend. Hui! Erstaunlich, dass wir erst ein einziges nicht geschafft haben. Naja, mal schauen, was da noch so kommt. Wir sind gerade mehr als in Kapitel 7 oder so. Das dauert dann wahrscheinlich noch ein bisschen. Wenn es da wieder 14 Stück gibt, so wie im ersten Teil, dann sind wir gerade mal bei der Hälfte erst. Was auch gut ist. Das Spiel macht nämlich echt Fun und voll Laune. So, sonst gibt es hier aber nichts mehr zum Entdecken. Sieht nicht so aus. Gibt's da noch was? Na komm, ah! Da haben wir's ja! Und hier haben wir ein zerbrochenes Hexenherz. Gibt's hier noch irgendwo was? Na komm schon. Ist doch total einladend, dass hier noch irgendwas rumsteht. Komm schon, komm schon. Oh Mann, anscheinend nicht. Na gut. So, auch hier noch ein bisschen umschauen. Peng und Peng und Peng! Tschüssi! Dancing in the dark. Woohoo! So close. Freeze it! Hey, ich wollte doch die Halos nur aufheben. Platin-Medaille. Ja, ich komme ja gleich. Ich muss hier noch alles durchgucken. So, aber nee, anscheinend gibt es hier nichts mehr. So, wo ist der jetzt hingeflogen? Anscheinend andere Richtung. Da ist er. Ah, oh Gott. Hä, jetzt bin ich wieder. Oh. Na, komm schon. Geh da jetzt rein. Ach, jetzt sind wir in den Turm drin. Faszinierend. Dann gehen wir natürlich erstmal rückwärts. Ja. Wusste ich's doch. Midas Testament, ja. Verdammt, das können wir auch mal einsetzen. Schon wieder muss bleiben. Peng! Schnauze! Muspelheim, Muspelheim. So, und dieses muss bleiben machen wir in der nächsten Folge. If you need to learn how to talk to a lady, ask your mom. Naja, die sagt immer nur das Gleiche. Das ist irgendwie schade. Naja,
Gut, dann machen wir das Muss bleiben in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann, Leute. Ciao. You want to touch me? No one said you could touch.